Ich meine, was damals passiert ist, das war ja keine Kleinigkeit. Also eine Bevölkerungsgruppe, die ungefähr 20% mindestens der Bevölkerung fasste, die keine Impfung hatten, wurden aus dem gesamten öffentlichen Leben verbannt. Also sie durften nirgends mehr hingehen und wurden mit einer öffentlichen Schmutzkampagne überzogen. Wie konnte es möglich sein, dass alle in unserem Verfassungsgefüge eingebauten Schutzmechanismen, die ja eigentlich eine liberale Gesellschaft und damit auch den Schutz von Minderheiten gewährleisten sollen, dass die versagt haben, dass die ausgefallen sind. Das, finde ich, muss aufgearbeitet werden, um zu verhindern, dass das wieder passiert. Beim nächsten Mal sind es dann eben irgendwie Kriegsgegner, die wegen prorussischer Umtriebe plötzlich am Pranger stehen. Und ja, also ich meine, der Mann hätte eigentlich längst zurücktreten müssen. Ich erinnere nur an diese Aussage, diese Impfung ist praktisch nebenwirkungsfrei. Das war eine Aussage, also entweder wider besseren Wissens, oder der Mann hat so wenig Ahnung, dass er schon deswegen nicht Gesundheitsminister sein darf.